Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und heute zeige ich dir mal, wie man ein Noise Gate überredet zu öffnen, bevor das Signal anliegt und warum das wichtig sein kann. Los geht's mit dem... Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und ich gebe zu, ich bin ein Paranoiker. Zumindest bin ich ein Noise-Gate-Paranoiker. Denn ich habe immer so ein bisschen die Paranoia, dass das Noise-Gate entweder gar nicht öffnet oder zu langsam öffnet. Was ist ein Noise-Gate? Ein Noise-Gate, der Name sagt es schon, wenn man das übersetzt, ein Geräusch. Tor, das heißt ein automatisches Plugin, das dafür sorgt, dass das Signal, was anliegt, nur durchgelassen wird, wenn das Nutzsignal, was man haben will, das klingt sehr kompliziert, ne? Man stelle sich einfach mal vor, wir nehmen ein Beispiel. Man nehme eine Bassdrum und nimmt die auf. Dann hat man in dem Bassdrum-Mikrofon ja nicht nur die Bassdrum, wenn sie spielt, sondern die ganzen Trommeln drumherum sind ja auch noch zu hören. Und man möchte dafür sorgen, dass das Noise Gate nur die Bassdrum durchlässt, aber den ganzen anderen Krams ausblendet. Dafür gibt es verschiedene Parameter, die im Noise Gate einzustellen sind. Und die ähneln so ein bisschen einem Kompressor. Wir fangen mal vorne an. Es gibt den Threshold. Der Threshold sagt dem Noise Gate, ab welchem Pegel das Gate öffnen soll, also das Tor öffnen soll, damit das Signal durchgeht. Das stellt man so einen Pegel ein, etwas niedriger, und sobald eine Pegelspitze kommt, öffnet das Gate und lässt das Signal durch. Danach schließt es ja wieder. Dann gibt es die Attack-Zeit. Die Attack-Zeit sagt, wie schnell das Gate öffnen soll, also ob es ganz schnell öffnen soll, also quasi zack, das Signal liegt an, zack, öffnen und sofort wieder loslassen, oder ob es etwas langsamer und dann so mehr so reinfaden soll. Dann gibt es die Hold-Zeit meistens. Die Hold-Zeit sagt, wie lange das Gate geöffnet haben soll. Und dann gibt es noch die Release-Zeit. Die Release-Zeit sagt, wie schnell oder langsam das Gate wieder schließen soll. Vier Parameter, die relativ einfach zu verstehen sind, wenn man die erstmal verstanden hat. Ist auch kein Hexenwerk. Aber die Attack-Zeit, die macht mir doch immer große Sorgen. Denn ich möchte natürlich, dass das Gate auf jeden Fall, also bei einer Bassdrum, was zum Beispiel ein sehr, sehr schnelles Instrument ist, dass das Gate auf jeden Fall offen ist, wenn die Bassdrum kommt, damit mir vorne der Transient nicht abgeschnitten wird. Aber oft ist es so, dass das Signal, was reinkommt, ich meine, das Gate muss ja darauf reagieren, ist ja kein Hellseher. Das heißt, es muss darauf warten, dass der Pegel anliegt, und sobald das Threshold überschritten wird, kann das Gate ja erst öffnen. Es gibt zwar eine sogenannte Look-Ahead, also eine Guck-nach-vorne-Funktion in den meisten Kompressoren, die man aktivieren kann. Das heißt, das Gate schnüffelt schon so ein bisschen am Eingang, und wenn es riecht, dass da gleich quasi ein Signal kommen könnte, dann bereitet es sich schon mal darauf vor, gleich zu öffnen. Das ist auch okay soweit. Ich habe trotzdem immer diese Paranoia, dass das Gate entweder nicht öffnet. Das liegt aber meistens daran, dass ich den falschen Threshold einstelle. Oder aber, dass mir dann doch der Transient vorne beschädigt wird, speziell bei transientenstarken Instrumenten wie Snare, Bassdrum oder sonstigen Instrumenten. Was ich jetzt aber gleich sage, gilt zum Beispiel auch für Gesang. Da sollte man auch darauf achten, dass das Gate auf jeden Fall offen ist, wenn gesungen wird, und nicht erst darauf wartet, dass der Gesang reinkommt. Also, was machen? Man sollte also dafür sorgen, dass bevor die Bassdrum spielt, dass dann schon das Gate offen ist. Und da gibt es einen Trick aus der alten Analogzeit, den die Leute früher schon im Studio genutzt haben, als sie noch diese riesigen Konsolen durch die Gegend geschoben haben, beziehungsweise daran gesessen haben und mit ihrem Rollstuhl von links nach rechts geschoben sind, um überhaupt alle Knöpfe zu übersehen. Und den zeige ich dir gleich, wie man den in der DAW umsetzen kann. Da ist er nämlich auch sehr hilfreich und sorgt dafür, dass man auf jeden Fall sicher sein kann, dass ein Transient nicht abgeschnitten wird. Und nach dem Trick zeige ich dir natürlich noch die Frage der Woche. Nein, ich lese sie dir vor und dann beantworte ich sie natürlich. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn dir dieses Video nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und falls du mal überlegen solltest, diesen Kanal zu abonnieren, also Teil zu werden von der Recording-Blog-Familie, würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Abonnieren klickst und daneben auf jeden Fall die Glocke nicht vergessen, denn dann kriegst du auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt oder wie nächsten Montag zum Beispiel, wenn ich live mische, wann ich dann live gehe. Dann verpasst du das auch nicht, kriegst nämlich eine Nachricht. Also abonnieren und Glocke nicht daneben vergessen. Und jetzt gehen wir mal in Medias Res und schauen mal, wie wir das Gate noch ein bisschen besser machen können. Los geht's! Und jetzt sind wir schon in der Session, und ich habe hier mal ein kleines Pattern vorbereitet, ein echtes Schlagzeug aufgenommen, und die Bassdrum alleine klingt im Moment so. Joa. Bassdrum halt, und wenn man genau hinhört, hört man natürlich auch das Mic Bleed, also die Einstreuung, das Reinbluten der anderen Signale in das Mikrofon. Mic Bleed nennt man das so schön. Und dieses Mic Bleed, also diesen Geräuschteppich unterhalb des Nutzsignals, also der Bassdrum, das möchte man gerne raus haben. Und da kann man natürlich klassischerweise das Noise Gate für nehmen. Ich habe hier mal eins reingeladen hier in die Bassdrum-Spur, und das ist ein ganz normales Noise Gate. Und wenn ich das anmache, dann sollte auch schon direkt alles verschwinden. Ich lass mal die Bassdrum laufen.
Ne? Also wird relativ sauber, das Signal. Ich habe nur das Problem, wie gesagt, dass ich hier bei der Attack-Zeit, die kann man auf 0,5 Millisekunden stellen. Das heißt, sobald das Signal den Threshold übersteigt, macht das innerhalb von 0,05 Millisekunden, wie es hier eingestellt ist, macht das Gate auf. Aber eben erst, wenn das Signal anliegt. Und bei einer Bassdrum, bei also transientenstarken Instrumenten, ist es halt so, dass der Transient relativ zügig vorbei ist und dass der vorne auf jeden Fall angeschnitten wird. Das möchte ich vermeiden. Es gibt hier zwar hier oben diese Funktion LKA, das heißt Look Ahead, das heißt tatsächlich, dass er das Gate so aktiviert ist, dass es schon mal vorschnüffelt und dafür sorgt, dass es schon mal in Bereitschaftsstellung geht. Das kann man sich vorstellen, wie dieses, bei modernen Autos gibt es auch so einen Bremsassistenten. Wenn das merkt, dass der Fuß schnell vom Gas geht, dann bereitet es schon mal den Bremskraftverstärker vor, damit man schnell möglichst großen Bremsdruck hat, also bei einer Panikbremse zum Beispiel. Aber es ist auch da, dass selbst mit Look-Ahead-Funktion, dass das Gate eben doch darauf warten muss, dass das Signal anliegt. Und mit dem Trick, den ich dir jetzt zeige, sorgt man dafür, dass das Gate schon offen ist, wenn die Bassdrum kommt und trotzdem zuverlässig funktioniert, genauso wie man es gewohnt ist. Und das Stichwort ist, wie so oft, Sidechaining. Ja, mit Sidechaining kann man wirklich unglaublich viel machen. Ich glaube, ich mache mal eine extra Reihe zum Thema Sidechaining, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie man mit Sidechaining seine Signale optimieren kann, sei es mit Sidechain-Kompression, mit Gates, mit sonst was irgendwie. Man kann so viel machen. Man kann sich EQ-Kurven anzeigen lassen und so weiter. Also wirklich unglaublich vielfältig und immer wieder stolpert man über Sidechaining und auch in diesem Fall ist es so. Ich mache mal das Gate aus und ich zeige dir mal, wie es geht. Denn tatsächlich soll auch hier das Gate über eine Sidechain angesteuert werden und die Sidechain bekomme ich, indem ich einfach die Bassdrum-Spur nochmal dupliziere. Bei Studio One kann ich hier anklicken und kann dann auswählen, Spur vollständig duplizieren und dann wird einfach nochmal die gleiche Kopie dieser Spur angelegt, inklusive aller Plugins und so weiter und so fort. Die brauche ich zwar in diesem Fall jetzt nicht, die Plugins, das heißt, die kann ich alle mal ausmachen hier. Die brauche ich nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Sidechain. Das heißt, dass ich das Signal von dieser neuen Spur über die Sidechain, über die Seitenkette auf das Gate in der Originalspur schicke. Das heißt, ich klicke hier mal in der neuen Spur, die ich angelegt habe, auf Send und kann hier auf Sidechain hoch und dann schicke ich das einfach mal hier auf die Kick. Kann ich das auf die Sidechain des Gates schicken. Hier kann man das auch lesen. Das heißt, er schickt das jetzt auf die Spur mit dem Gate. Zoom wieder raus. Und jetzt schickt er dieses Signal von der Kick-2-Spur direkt an die Sidechain vom Gate. Das Gate hört also jetzt über die Seitenkette, wann auf diesem zweiten Kanal die Bassdrum spielt. Das war noch nicht der Trick. Als erstes muss ich mal dafür sorgen, dass wir nicht zwei Kicks hören. Deswegen ziehe ich hier mal den Lautstärkeregler runter. Jetzt ist sie aus. Und wenn ich jetzt hier bei der Sidechain noch unten Pre-Fader anmache, dann wird das Signal auch geschickt, obwohl der Fader, muss ich eben da nochmal klicken, so nochmal. Also wenn ich hier auf Pre-Fader klicke, dann wird das Signal geschickt, obwohl ich den Fader runtergezogen habe. Hat den Vorteil, das Signal wird trotzdem an die Sidechain geschickt, aber ich höre es nicht doppelt, also die Bassdrum wird nicht doppelt so laut. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Ich nehme also jetzt hier diesen Audio-Teil, den ich in dieser Spur habe, hier von der Kick, und ich ziehe den einfach mal ein kleines Stückchen nach vorne. Das heißt, die Sidechain hört ja auf das, was hier kommt. Und wenn ich das jetzt ein bisschen nach vorne ziehe, ich mache mal hier einen Marker, dann sieht man mal, Mixer mal aus, so dann kann man es besser sehen. Im Moment sind die beiden Transienten ja hier noch auf der gleichen Linie. Und wenn ich den jetzt hier ein kleines bisschen nach vorne ziehe, so ein ganz kleines bisschen nur, dann hört ja die Sidechain auf dieses Signal hier unten. Und wenn ich jetzt hier nochmal dran klicke mit dem Verfolger hier, dann sieht man, dass das ein kleines bisschen hier vor der Linie ist, also zumindest deutlich vor der Linie im Vergleich zur Originalspur. Das heißt, wenn die Sidechain von diesem Signal jetzt beschickt wird, dann öffnet das Gate vorher schon und ist dann offen, wenn oben das tatsächliche Nutzsignal kommt. Und das ist das wirklich Praktische an der ganzen Geschichte, denn ich kann wirklich dadurch dafür sorgen, dass ich das vorgeschobene Signal, dass das Gate schon öffnet und dann das Gate einfach offen ist. Und wie das Ganze jetzt aussieht, das schauen wir uns mal jetzt im Mixer an. Ich öffne mal den Mixer und wir machen mal das Gate hier an. So, und das Gate hört jetzt hier, wie man es hier schon sehen kann, auf die Sidechain. Und witzigerweise haben sich die Einstellungen auch ein kleines bisschen geändert, denn das Gate wird dann plötzlich automatisch hier in Studio One auf DAC gestellt, was ich sehr lustig finde. Ich habe nämlich gerade das dann angemacht, als ich das vorher einmal ausprobiert habe. Zur Sicherheit probiere ich das meistens nochmal vorher aus, damit es im Video auch nicht schief geht. Und dabei ist das hier mal rausgekommen. Ich mache das mal an, das Gate. Ha!
Die Bassdrum ist verschwunden. Denn das Gate steht, wenn es auf die Sidechain lauschen soll, automatisch auf Duck. Duck ist das Gegenteil von Noise Gate. Das heißt, es macht nicht auf, wenn es ein Steuerungssignal anliegt, sondern es macht zu. Witzigerweise ist dadurch die Bassdrum komplett verschwunden. Will aber sagen, das bedeutet auf der anderen Seite auch, wenn die Bassdrum komplett verschwunden ist und ich das Duck-Signal hier rausmache und wieder auf Noise Gate zurückschalte, dass dann die Bassdrum wirklich sauber geöffnet wird. Und jetzt müssten wir eine saubere Bassdrum hören mit einem tollen Transienten. Ne? Die Sidechain sorgt dafür, dass das Signal, dass das Gate schon ein bisschen früher angetriggert wird durch das vorgezogene Bassdrum-Signal und dadurch ist das Gate auf jeden Fall offen, wenn das Nutzsignal anliegt und dann kann ich halt noch mit dem Release und mit dem Hold und mit dem Attack, den kann ich dann in Ruhe lassen, den kann ich auf die schnellste Zeit stellen, aber mit Release und Hold kann ich dann noch dafür sorgen, dass das Signal schön ausklingt und die Bassdrum auf jeden Fall lang genug stehen bleibt, damit ich auch den Sound bekomme, den ich haben wollte. Bingo! Das gleiche funktioniert natürlich auch für Snares und vor allem auch bei Gesang kann man das sehr gut benutzen, denn dann ist das Gate auch genau einen kleinen Tacken früher offen, als wenn der Gesang kommt und dadurch ist man auf jeden Fall sicher, dass vorne nichts abgeschnitten wird, was vielleicht noch wichtig sein könnte. Und dementsprechend hat man hier ein nochmal verbessertes Gate am Start. Trotz Look-Ahead-Funktion hat man es jetzt mit dieser Sidechain nochmal ein kleines bisschen optimiert. Also ich finde, ein super Trick aus der alten Zeit, der heute auch noch wunderbar funktioniert und dafür sorgt, dass man auf keinen Fall einen Signalverlust hat. Jetzt geht's rüber zur Frage der Woche. Ja, so kann man halt mit einem Trick aus der grauen Vorzeit der Audiotechnik, also zumindest bevor es DAWs oder sonstiges gab, kann man trotzdem viel erreichen und dafür sorgen, dass die Percussion-Instrumente oder auch Vocals doch nicht besser klingen, aber zumindest zuverlässiger durchgelassen werden vom Noise Gate und dadurch der Sound insgesamt sauberer werden kann und dadurch dann halt auch die Aufnahme sauberer klingen kann. Und man darf Schmutz zwar nicht grundsätzlich vermaledeien, denn Schmutz kann durchaus auch für den gewissen Pep in der Produktion sorgen, aber wenn man stark zum Beispiel komprimiert, dann werden diese ganzen leisen Anteile, die man eigentlich nicht wirklich haben will, die werden dann hochgeholt und dann versaut man sich doch den Mix. Also bei manchen Sachen ist es doch angebracht, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die Signale sehr sauber sind. Das geht mit dem Trick wunderbar. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Carsten. Und Carsten fragt, wo wir gerade beim Chor sind. Wie bekomme ich eigentlich den Effekt eines Stadiongesanges oder zumindest das Mitgrölen einer Zuschauermenge von, sagen wir mal, 400 Personen hin? Doch bestimmt nicht mit 400 Personen, mit 400 Spuren, oder? Herzlichen Dank, Carsten. Nein, nicht mit 400 Spuren, die brauchst du wahrscheinlich nicht, aber man sollte zumindest wissen, dass man 400 Mal nicht selber einsingen kann, wenn man wirklich einen echten, gut klingenden Stadiongesang haben will. Denn wie du es gerade schon geschrieben hast, hier mit das Mitgrölen einer Zuschauermenge. Man muss sich ja vorstellen, wenn man sich das bildlich vorstellt, da stehen jetzt, sagen wir mal, 20.000 Leute und von denen können wahrscheinlich nicht alle 20.000 so singen wie Pavarotti. Das heißt, die grölen wirklich volle Pulle durch die Gegend. Und wenn du jetzt wirklich einen authentischen Grölgesang haben willst, dann musst du A, da kommst du nicht drum herum, eine ganze Menge Spuren aufnehmen, damit es einigermaßen authentisch ist. B, du darfst nicht gut singen. Das heißt, wenn du grölst, dann musst du wirklich versuchen, bei jeder Aufnahme möglichst viele verschiedene Stimmfarben und Facetten bei dir rauszuholen. Mal schief singen, mal gerade singen, mal hoch, mal laut, mal leise. Du kannst es auch pitchen teilweise. Aber am authentischsten wird dein Stadiongesang tatsächlich, wenn du dir mal ein paar Freunde einlädst und die einfach rund um das Mikro stellst. Das heißt, lade dir einfach 1, 2, 3 Freunde an, dann hast du schon 2 unterschiedliche, 3 oder 4 unterschiedliche Stimmen. Und diese Ergänzung, wenn ihr euch dann Mühe gibt, nicht möglichst sauber und genau zu singen, sondern möglichst schief und möglichst laut oder möglichst kräftig oder auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich. Je unterschiedlicher eure Stimmen sind, umso authentischer wird am Ende des Tages der Stadiongesang. Und dann brauchst du natürlich nicht 400 Spuren, aber so, ja, wenn es gut werden soll, da brauchst du schon so 15, 20 Spuren, solltest du schon machen, je nach Gusto. Wenn du da noch einen Hall drauf machst, vielleicht noch ein bisschen mit Delay arbeitest und so weiter, dann kann das schon sehr authentisch klingen. Stadiongesang braucht ja auch Hall, das heißt, braucht einen großen Raum da drum und da musst du auch darauf achten, dass du kein Pre-Delay hast und vielleicht möglichst ein nasses Signal dann gibst, dann klingt es schon authentisch. Aber wie gesagt, das Wichtigste sind viele verschiedene Stimmen. Entweder wenn du das halt mit deinen Freunden machst oder wenn du dir wirklich Mühe gibst, möglichst komisch zu singen, laut, leise, hoch, tief, gröl, sonst was irgendwie. Auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich. Und dann kann das gut klappen. Ich habe das selber alleine schon mal gemacht. Das war okay, aber es wurde halt wirklich gut, als ich eine zweite Stimme von jemandem anderes noch dazugenommen habe, dann wurde es wirklich richtig gut und authentisch. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Nachmachen. Vielleicht hast du da draußen ja auch einen Tipp, wie du deine Stadiongrölgesänge machst. Ich weiß, dass die Toten Hosen auf jeden Fall einen sehr großen Anteil ihrer Arbeit darauf legen, möglichst authentisch immer reinzugrölen, denn die haben ja immer diese Oh-Oh-Oh und Ah-Ah-Ah-Sänge, die quasi ihr Markenzeichen geworden sind und da wird ein großer Teil der Zeit auch drauf verwandt, die wirklich authentisch im Tote-Hosen-Stil reinzukriegen. Und dafür müssen halt möglichst viele verschiedene Leute vorm Mikro stehen. Also, wie machst du es? Lädst du deine Freunde ein oder singst du es tatsächlich alles komplett alleine? Schreib es uns unten in die Kommentare rein. Und wenn du auch eine Frage haben solltest, dann schreibst du mir an jonas@recording-blog.com. Ich antworte meist sofort auf die Mail. Und wenn die Frage gut ist,
Nee, nicht, wenn sie gut ist. Aber wenn sie Allgemeingültigkeit besitzt, dann nehme ich sie auf jeden Fall mit in die Frage der Woche. Würde mich freuen, wenn ich dann vielleicht auch demnächst deine Frage beantworte. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Erst am Montag, ich weiß nicht, wann du dieses Video siehst. Also ich sage jetzt mal, am Montag, 12. Februar 2018, gibt es den Livestream. Wenn du ihn verpasst haben solltest, kannst du nochmal in meine Videos reingucken. Da steht er auf jeden Fall live. Und wenn wir uns da live sehen sollten, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Dann schreib mir ein freundliches Hallo in den Chat. Und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche Mittwoch wieder zum nächsten, Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou.